genau zu dem Ossi. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meteen 2 DE Azrael. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengecuttet, dieses Mal auch ein richtiges Video, kein Short. Und ja, wir werden heute in dieser Folge natürlich ein bisschen mehr PvM machen. Hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass ich wieder ein bisschen mehr Augenmerk auch in den Videos auf PvM legen möchte. Und ja, werden wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ein paar Switcher auf dem Bogen hier und da. Und ja, ansonsten werden wir auch noch meine Taktik besprechen von den OK-Kartensets. Und natürlich einen Generalweg gibt es nicht, da muss man immer so ein bisschen improvisieren. Aber so meine groben Taktiken werde ich euch dann zeigen. Medienkristall habe ich auch wieder abgegeben, brauchen wir nur noch 5. Und da bin ich ein bisschen was am Vorbereiten und ich würde sagen, wir werden jetzt anfangen mit den Feuertali. So Leute, wir sind im Roten Wald und wir werden hier eine Kleinigkeit appen und zwar zack, den Feuertalisman. Entschuldigt bitte, wenn im Hintergrund ein paar Straßengeräusche sind. Aber es ist zu warm. Ich kann die Fenster nicht zumachen. So, 3 Versuche haben wir. Dann brauchen wir noch 3 weitere, um das Quartalsziel zu erreichen. Das sollte kein Problem sein. Ja, 3 Stück, wie gesagt. Und einer davon ist von Maverick. Da werden wir gleich noch was zu sagen. Aber plus 40 war so das Ziel. 6 Versuche haben wir noch. Das wird extrem knapp. Und es wird weiterhin knapp sein. Aber wir haben ja jetzt noch 2 Versuche. Plus 38. Wäre nice, wenn es funktionieren würde. Drachengott, gönn. Fehlgeschlagen. Und der magische hier ist von Maverick. Ich habe ja die Hoffnung, dass noch so ein bisschen Lack dran klebt und der Drachengott sich an die Zweisamkeit erinnert. So, Thomas. Der 3. Versuch. 3 zu 1 und... Also Maverick, was ist denn da los? Plus 40 wäre noch theoretisch machbar, aber sehr unrealistisch. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Ja, das mit den Talis hat natürlich sehr gut geklappt und hier kommen wir jetzt zu den ersten PvM-Sachen. Ja, ich habe mir überlegt, was wäre denn ganz nice, wenn ich mal so ein bisschen PvM zeige. Hier haben wir den Häuptling oder so heißt der und dann den Bigfoot. Den würde ich ganz gerne ab und zu mal farmen, einfach aus dem Grund, dass der die Nordwind-Ambusse droppt oder die beiden. Und das würde natürlich das Waffen herstellen sehr viel billiger machen, von daher, das ist jetzt definitiv nichts, was ich farmen würde, so also um Main an Young zu kommen oder so, aber das würde das ein bisschen billiger machen mit den Waffen, wie gesagt, und von daher werde ich da immer mal wieder auftauchen, gucken, ob da ein paar Bosse sind und ja, das war jetzt so der erste Versuch, hat ganz gut geklappt, ich habe aber definitiv noch besseres Equipment und ja, werde das dann die nächsten Folgen auch nochmal zeigen, ich mache jetzt nochmal einen ganz kurzen Cut. So Leute, direkt der 2. nachkommentierte PvM-Part. Ich bin hier noch in den Sunga-Portal und zwar auf der Windmap, war ich da das erste Mal. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ja, ich wollte jetzt hier kurz die Zeit nutzen, um über die Quartalziele zu reden, denn ich glaube, da habe ich ein bisschen versagt. Also da definitiv zu meinen Feuertali haben wir bisher 31 von 34, wenn wir hinbekommen, kein Problem. Dann ein Damage-Ekutal verbessern, haben wir auch locker easy hinbekommen. Wir haben eine neue Kette, wir haben einmal AW verbessert, wir haben aber jetzt auch die Smagis auf 50 AW, das heißt, da haben wir definitiv mehr als eine Q-Teil verbessert. Dann der fürstliche Set-Boni habe ich nur 1 von 3 und da muss ich auch sagen, habe ich von vornherein, als ich es versucht habe, da bin ich ein bisschen gebrochen, habe dann gesagt, nee, da werde ich jetzt erstmal nicht nochmal Auto handeln, ich habe aber noch genug Pets, um das weiterzumachen. Dann Handschuh-Doppelwert haben wir 3 von 3. Und 5 Streams müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Was haltet ihr davon? Habt ihr neue Ideen? Schreibt es in die Kommentare. So Leute, ihr habt mich gefragt, wieso meine OK-Taktik ist. Und das werden wir jetzt hier kurz und knapp besprechen. Ich denke, was allen klar sein sollte, ist 6, 7, 8. Von einer Farbe ist am meisten wert. Das heißt, das ist so das, was man erreichen möchte. Das natürlich auch von allen 3 Farben. Zack, hast du 300 Punkte und damit eine silberne Safe. So. Jetzt haben wir ja noch den Zahlenstrahl 1 bis 5. Ich persönlich versuche immer Straßen hinzubekommen von derselben Farbe. So, das heißt, es ist natürlich sehr wichtig, die 3 so lange zu halten, wie es nur möglich ist. Denn ihr seht, 1 bis 3 nicht mehr möglich, 2 bis 4 nicht mehr möglich oder 3 bis 5 nicht mehr möglich. So, es ist einfach die wertvollste Zahl, neben 6, 7, 8 natürlich. So, jetzt hast du natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, noch irgendwie Punkte rauszureizen oder so. 4, 4, 4 und so weiter, das wisst ihr alles.
Was aber auch noch sehr wichtig ist, dass wenn ihr zum Beispiel startet, nicht verkrampft auf die Straßen gehen, sondern wenn ihr zum Beispiel von drei verschiedenen Farben einfach 1, 2, 3 habt, dann macht das. Das sind nur 10 Punkte, aber diese 10 Punkte sind sehr wichtig für später, denn wenn man zum Beispiel, wie so oft, viele 6, 7, 8er von verschiedenen Farben zur Auswahl hat, dann könnte man zum Beispiel, wenn man am Anfang eine 1, 2, 3 gemacht hat, nur 10 Punkte, einfach eine 8 wegwerfen und man hat schon die Möglichkeit, immer noch eine silberne zu bekommen, indem man einfach 5, 6, 7 macht. Dann sind das 90 Punkte, mit den 1, 2, 3 sind das 100 Punkte und zack, hast du wieder 6, 7, 8, 6, 7, 8, hast du safe eine silberne. Das ist so die Taktik, die ich am meisten verfolge. Natürlich, es gibt noch andere Wege. Dann natürlich ist es auch manchmal nötig, dann 7, 8 wegzuwerfen, aber wenn du dann auch 2, 3, 4 hast, dann hast du wieder 20 Punkte und dann sind die 8 bis 7, sagen wir, weniger relevant, ne? Die sind natürlich noch wichtig, aber man muss über Umwege natürlich immer auf die 300 Punkte kommen. So, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen. Das war es schon. Ihr solltet natürlich irgendwas haben, wo ihr euch aufschreiben könnt, was habt ihr schon weggeworfen und so weiter. Ich werde euch die Seite jetzt nicht geben, weil die nicht von mir ist und ich nicht weiß, ob da vielleicht noch irgendwas von mitgemacht wird oder so. Von daher will ich das nicht verbreiten. Und von daher würde ich sagen, das war schon. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir vielleicht einen zweiten Teil daraus. Und ja, ich mache nochmal einen kurzen Cut. So, wir sind beim Alchemisten und wir werden jetzt eine Kleinigkeit machen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe ein paar Jade gekauft. Ja, normalerweise hatte ich ja gesagt, so, ich will eigentlich keine Antiken mehr haben. Ich habe mir aber gedacht, ich gönne euch einfach den Spaß, weil wieder alles fehlen wird. So, fangen wir an. Wäre nice, wenn wir so, sagen wir, 3 legendäre hinbekommen, dann könnte man nächstes Mal nochmal was kaufen und so. Und vielleicht kriegen wir ja dann irgendwann einen guten Exe hin. So, schauen wir einfach mal. Wir fangen an mit einem erfolgreichen. So, das war aber Sprachgulasch. Der zweite erfolgreiche. Da fängt's an. Und da geht's weiter. Okay, der dritte. Okay, also, ist das ein Bait? Ist das ein Bait? Ich weiß es nicht. Es ist so ungewohnt für mich. Okay. Wir haben 6 Legendäre. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, drauf gucken, ob da was Gutes drauf ist. Brauchen wir nicht. Von daher, gönn uns einen mythischen. Okay. Schade. Schade. Okay. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Blank und Doppel-Tipi und Tipi-Regi. Der könnte was wert sein. Vielleicht ein One mehr oder so. Aber dann können wir uns wieder einen Antiken davon kaufen. Von daher, ich verkaufe den und nächstes Mal appen wir weiter bei Mythisch. Geile Sache. Kurzer Cut. Das soll es dann auch schon wieder für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.